Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Dies ist wir Lucky Legacy Challenge. Ja, wie ihr so schon seht, geht das Projekt natürlich weiter. Aber wir reden einfach nicht darüber, was im letzten Part passiert ist. Wir sind natürlich hier bei Skydrew. Und ich habe das Ganze hier genauso nachgestellt, wie es letztes Mal am Anfang auch war. Das heißt, wir sind im Winter, wir haben... Wieso habe ich 281? Eigentlich müsste ich 81 haben. Eigentlich habe ich das auch eingestellt. Diesmal funktioniert der Money Cheat auch, weil ich habe Testing Cheats aktiviert. Dankeschön, dass ihr mir gesagt habt, woran es liegt. Weil eigentlich, ich könnte schwören, ich habe im MCC eingestellt, dass das immer aktiviert ist. Aber keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Und ich denke, ich werde diesmal deutlich mehr aufpassen, weil ich möchte ja nicht, dass das wieder alles stirbt. Das heißt, this girl geht erstmal rein, I guess. Obwohl, wir sind in der Militärkarriere. Wir können auch einfach wieder trainieren gehen. Weil, ich meine, da können wir A, Leute kennenlernen. Und B, ja, ne? Genau. B können wir trainieren für unser Dings. Wir können ja hier hingehen. Und ich kann da ja ein Fitnessstudio platzieren, damit wir in Strangerville bleiben. Weil dieses Mal habe ich mich darum gekümmert, dass wir direkt zu Anfang ein paar eurer Sims hier drin im Safe haben. Noch nicht viele, aber zumindest ein paar. Und das ist doch zumindest ganz cool, oder? So, das ist ein 30x20 Grundstück. Und ich möchte ein Fitnessstudio. Das sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Aber ich weiß nicht, ob das hier so reinpasst. Ich versuche einfach mal nach Strangerville. Ja, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Strangerville. So. Ob wir dann etwas finden. Das sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Mal gucken. Oh, das sieht cool aus. So, das sieht voll cool aus. Da hat sich jemand auf jeden Fall Mühe gemacht, das hier zu bauen. Sieht sehr, sehr schön aus. I like it very much. Wow. Cool. Von wem ist das? Ich möchte Shoutouts geben. Das ist von Weedy. Ich gebe dir mal ein Like, dann könnt ihr das vielleicht in meinem Formular. Ich bin so klug. In meinem Ding hier finden. Wir haben noch gar nicht gedreht für die für das Dings, ne? Für das Rad. Habe ich schon wieder vergessen, dass das gemacht werden muss. Dann machen wir das jetzt einfach. So. Wir drehen einmal. Es ist die 136. Was müssen wir dieses Mal machen? Lerne programmieren. Das kriegen wir in diesem Part auf jeden Fall hin. Aber erstmal kümmern wir uns natürlich hier um unseren Job. Ich meine, wir müssen dann halt in eine Bibliothek oder so gehen, weil wir haben natürlich selber keinen, wie heißt das? PC. Wie heißt das? Mein Hirn ist einfach sehr existent, wie ihr wisst. Also, wie ihr merkt, vor allem. Hilfe. Ich hoffe, die anderen Leute kommen gleich. Okay, da ist schon mal jemand gespawnt. Das ist sehr, sehr schön. Ja, und jetzt mach mal ein bisschen Workout hier. Weil ich meine, sie muss ja hier auch hochkommen in der Fähigkeit. Wenn sie Level 2 erreicht, dann ist das sehr, sehr cool, weil dann könnte sie auf jeden Fall befördert werden. Weil das Geld brauchen wir natürlich trotzdem, auch wenn wir diesmal kein Mikroskop kaufen müssen. Ich habe übrigens die neuen Sets noch nicht im Spiel drin, weil ich da noch kein Geld auf meinem Konto habe. Aber sobald ich das habe, werde ich mir die kaufen, weil ich finde die richtig cool. Ja, und ich freue mich irgendwie voll darauf, die in meinem Spiel zu haben. Oh, ich finde es voll geil, dass hier oben Fernseher sind. Dann kann sie ja direkt Spaß haben noch nebenbei. Wow! Und du kannst ja mit denen hier talken vielleicht. Ein bisschen Hallo sagen. Hallo. Ich bin die Sky und da bist du. Vielleicht solltest du den Fernseher nebenbei ausschalten. Aber sie hat schon Level 2 erreicht. Nice. Komischerweise kann sie jetzt einfach nicht mit denen sprechen. Doch, jetzt schon. I don't know. This is weird. Weird. Ich bin eine Profi im Sprechen. Was halten wir denn von Uliana? Diesen Sim findet Sky ziemlich cool. Der Sim hat diese beliebte Insider-Stimme. Warum auch immer die Solani-Sims immer hier sind. Okay, ich weiß es nicht. Aber ich meine, guck mal, hier sind 3 von 4 Sims in diesem Raum. Also neben uns. Sind einfach Solani-Sims. Was soll das? Also ich finde die cool und so, aber hä? Hallo, ich möchte mich mit dir anfreunden. We need some friends. Oh, jetzt gehen die hier unten trainieren. Oh, okay. Aber ich habe angeklickt, dass die einfach zusammen jetzt trainieren sollen. I don't know. Aber ich glaube, Uliana kommt nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht. Hallo? Where are you? Dann können wir es auch eigentlich sein lassen. Und sind das Unisex-Toiletten? Nein. Aber wir können hier hingehen. Dann können wir duschen.
Weil sie stinkt. Oh mein Gott, wieso kommt sie denn einfach rein, wenn ich hier duschen bin? Was soll der Scheiß? So, dann würde ich jetzt einfach irgendwo hingehen, wo sie dann programmieren üben kann, damit wir das halt schon mal abgehakt haben. Den können wir vielleicht in dieser Folge sogar nochmal drehen, weil ich meine, das ist jetzt ja nichts, was jetzt irgendwie besonders heftig wäre oder so. So, gehen wir zur Bibliothek. Hi, hier sind PCs, oder? Hallo? Ja, aber da hocken gerade Menschen dran. Geh bitte erstmal rein. Können wir vielleicht uns irgendwie hier, können wir so Hallo sagen, so Hi, Boy, und dann können wir den irgendwie wegschicken oder so. Weil ich muss an diesen PC. Das ist wichtig. Oh, das ist sogar einer von euren Sims. Cool. Ich so, warte mal, warum ist hier ein Kind? Das ist einer von euren Sims. Cool. I like it. Wer bist du? Der heißt Felix Roth. Vielleicht könnte das ja auch unser Friend werden. We don't know. Yet. Schön, dich kennenzulernen, Felix. Mein Name ist Guy. Oh, der PC frei. Schnell. Programmieren üben. Schnell. Ist wichtig. Yeah, we did it. Und dann, wenn es halt abends ist, können wir ja hier ein bisschen in unserer Umgebung rumstöbern, ob wir irgendwas hier finden, womit wir Geld verdienen könnten. Weil ich meine, mit 81 Simoleons rumzugeiern ist natürlich jetzt nicht so schön. Sie wäre glücklich, schwanger zu sein. Sis, so weit sind wir noch gar nicht in diesem Let's Play. Hier ist einfach mal ein Promi. Moin. Sie spricht einfach mit ihr. Hi. What up in the club? So. Okay. Mein Hund hat früher oft Sims auf dem Fahrrad verfolgt. Es wurde so schlimm, dass es ihm schließlich sein Fahrrad wegnehmen musste. Habe ich es im Lachen gebracht? Ja. Eigentlich nicht, aber wir sind einfach mal mit. Außerdem gibt das, glaube ich, eine positive Stimmung. Ja. We love sehr positive Stimmung. So, also ich würde sagen, lernen programmieren ist wenigstens ein Level erreichen, oder? Und ich meine, wir haben gerade eh nichts zu tun, also kann sie doch schon mal machen. I guess. Felix kommt zu uns zurück. Moin. Wir können uns ja mit ihm unterhalten. Er ist der Bibliothekar. Okay. Wieso ist er so kokett? Was ist mit ihm? Genau, spricht einfach mal ein bisschen miteinander. Kiss, we like the friends. Sky kann jetzt Plugins programmieren. Wow. Girl, you're so talented. Aber ich denke, das zählt jetzt doch schon als nachts. Ich sollte jetzt nicht mehr verbrennen, oder? Dann können wir jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwas finden, wo wir irgendwas ausgraben können oder so. Ich habe was gefunden. Woo! Aber ich glaube, das ist irgendwie so ziemlich das Einzige, weil irgendwie ist hier gar nichts. Na, dann grab wenigstens mal das aus und dann können wir ja zu Hause nochmal gucken. Well, sie ist so talentiert. Oh, wir haben schon unsere erste Medaille bekommen. Cool. Passierstein. Können wir. Was können wir noch mit dem machen? Extrahieren? Sollen wir das machen? Ja. Ja, yeah, mehr Geld! Cool. We love this. Hello. Willkommen zu Hause. Ich möchte mich hier ein bisschen umschauen. Weil ich letztes Mal habe ich hier ja ein paar Sachen zumindest gefunden. Ob es diesmal auch der Fall sein wird oder ob das noch spawnen muss, ich weiß es nicht. Strangerville ist halt schon pretty, ne? Kann man nichts gegen sagen. Tja, aber was gefunden? Als ob es jetzt regnet. Naja, dann ist sie halt nass. Passiert. Ich finde schon wieder nicht mehr. Sad. Naja, wir extrahieren das jetzt nochmal. Das ist genauso viel, das ist okay. Naja, dann kann sie ja nach Hause joggen vielleicht. Das geht ja gar nicht mehr, dass man einfach drückt, hierhin joggen. Das wäre zu einfach. Müssen wir die Tage nochmal schauen. Im Moment habe ich jetzt 201, das ist gut. Wenn wir jetzt wieder was kaufen müssen, dann haben wir zumindest schon mal einen Anfang getan, ne? Weh, es kommt nochmal das Mikroskop-Ding, dann raste ich ja mal aus, ja. Sie muss ja nicht mal schlafen. Weil diesmal hat sie ja noch volle Energie so, ne? Weil ich ja diesmal einfach krass mehr drauf geachtet habe. Oh Mensch, ey. Ich lasse sie jetzt trotzdem einfach schlafen, weil, damit die Zeit ein bisschen schneller vorbeigeht. Aber sie ist ja erschöpft, weil sie war ja trainieren. Setchi Pretty Lady. Oh ja. Yes. Sie liest aber die ganze Zeit nur Bücher, weil sie sich so denkt, so, ich weiß nicht, was ich machen soll in diesem Haus. So, um 4.30 Uhr kann man doch schon mal neu drehen, oder? Ich drehe jetzt. 80. Was macht man denn bei 80? Was habe ich denn bei 80 eingetragen? Ich habe Angst. Kaufe einen Whirlpool. Why? Why? Wirklich? Ich weiß nicht, wie viel Whirlpools kosten, ne? Der günstigste ist 1500. Das ist ein bisschen weniger als das andere Ding, was wir da letztes Mal hatten, das Mikroskop. Aber es ist trotzdem nicht annähernd bezahlbar aktuell. Kritisch.
So, Sky, geh bitte zur Arbeit. Ich schaue schon die ganze Zeit, aber es spart noch nichts Neues. Jetzt brauchen wir das Geld doch wieder. 1300. Oh je. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin, oder? Ich muss jetzt halt nur darauf achten, dass ich wirklich nur nachts dann nach draußen gehe und irgendwie was suche. So, viel Spaß auf der Arbeit. Vielleicht wird sie ja schon direkt befördert. Dann haben wir ja schon mal den Großteil geschafft, denke ich. Ich weiß ja nicht, was sie mit einem Whirlpool will. Aber wir machen das jetzt einfach. Ein bisschen Luxus kann man sich ja auch mal gönnen, ne? Kannst du trotzdem für die Kinder zur Geburtstagsparty kommen? Bruder, so krass kennen wir uns jetzt auch nicht. Und ich möchte auch nicht für irgendwelche Kinder, die ich nicht kenne, auf eine Geburtstagsparty kommen. No. Oh, wir können noch abstimmen. Dann müssen wir das gleich ja machen. Ich glaube, ein paar Punkte haben wir, oder? Sky, willst du heute was unternehmen? Ich bin arbeiten. 208, okay. Also hat sie das nicht erreicht. Schade, aber 208 ist schon mal ganz okay. Auf zur Abstimmung. Oh, eine Stimme 10. Oh, scheißen Dreck. Dann gehen wir vielleicht ins Fitnessstudio und stellen uns aber irgendwem vor, weil ich glaube, dafür kriegt man ja auch Punkte. Weil ich würde gerne noch abstimmen, bevor irgendwas kommt, was halt wieder absolut der Dreck ist. Wir müssen jetzt eh wieder die Zeit rumkriegen. Dementsprechend kann man das schon mal machen. Hallo, ich möchte bitte reingehen. Hierhin. So, und dann suchen wir uns irgendwen, bei dem wir uns vorstellen. Shigeru Nishidake. Oh mein Gott. warte mal. Oh, das ist perfekt. Unter welchen Bedingungen? Ja. Das ist das Beste auf der Welt. Also, besser hätte es jetzt gerade nicht laufen können. Wir können uns einen Whirlpool leisten. Wow. So, bei ihm stellen wir uns mal kurz vor. Hallo. Freundlich. Vorstellen, so. Das ist perfekt, Alter. Ich sterbe. Können wir ihn da runterholen von diesem Ding? Weil ich möchte einfach nur Hallo sagen. Wir finden ihn abenteuerlich. Dieser Sim scheint so viel erlebt zu haben. Einen Tag in einer Stadt, am nächsten in einer anderen. Von Job zu Job und von Liebesbeziehung zu einer anderen. Das macht diesen Sim ein wenig faszinierend. Kompliment über Hals machen. Das fand er nicht so gut. Mut. Gut, dann geht sie einfach trainieren. Let's go. Okay, sie fühlt sich sehr unwohl, deswegen sollte sie vielleicht einfach duschen gehen und wahrscheinlich lutscht sie gleich irgendwen aus oder so. Trägt sie gerade Sonnenbrillen, also eine Sonnenbrille, während sie da, während sie duscht. Same. Nein! Nein! Die Abstimmung wurde beendet. Umweltfreundliche Geräte hat die meisten Stimmen von der Gemeinschaft erhalten und tritt sofort in Kraft. Nein! Okay, geh nach Hause, Girl. Wir haben ja noch unsere Aufgabe zu erledigen. Halt, stopp! Hier ist noch ein Ding. Oh, sie fühlt sich so unwohl. Doch nicht, halt, stopp, geh doch nach Hause. Tschüss. Moin? Was macht ihr denn hier? Hello. Ich möchte bitte einen Whirlpool kaufen. Yay! Wuhu! Ah, das war das Beste, was uns hätte passieren können. Der sieht da jetzt wunderschön aus, ehrlich, wow. Wir nehmen den in so schwarz, was auch immer, dunkelblau, nee, ist glaube ich schwarz. I don't know. Bin manchmal ein bisschen blind. So, und dann geht sie bitte ganz schnell rein und schläft einfach, weil, ja, ihre Energie geht ganz schön runter und das ist nicht gut. Da ich jetzt nicht mehr so lange aufnehme, werde ich jetzt für den nächsten Tag nicht mehr rerollen, aber wir spielen natürlich trotzdem noch ein bisschen weiter. Dann gibt es erst im nächsten Part einen neuen Reroll. Oh, dunkle Form zeigen, das heißt, dass sie gleich wieder, ja, unwiderstehlichen Durst hat. Hoppla. Oh, girl. She's so hot. Mit ihrer Narbe im Gesicht. Okay, wir können ja jetzt mal gucken. Können wir trotzdem Sachen ausgraben nebenbei? Ich weiß es nicht. Oder ist das immer noch dann zu unwohl? Ich habe keine Ahnung. Oh, sie hat jemanden gefunden. Unkontrolliert trinken. Hoppla. Oh, es ist ein die ist possessed, oder? Also, scheiße. Man sollte nicht von den kranken Stranger-Sims trinken eigentlich. Ups. Weil ich glaube, dann ist sie nämlich gleich auch so, oder? Oh.
Ich sag's ja. Oh mein Gott, sieht das creepy aus. Oh mein Gott, jetzt läuft sie so. Ah! Oh mein Gott, wie läuft sie? Ah! Ich sterbe. Oh mein Gott. In Besitz genommen, weil irgendwie sie das Plasma getrunken hat. Die Mutter ruft uns und ich muss antworten. Garten pflegen. Moin. Ich sterbe. Sie ist so gruselig, ne? Ich sterbe, ehrlich. Es ist so lustig einfach, ne? Ich schwöre. Ich habe Zeug gefunden zum Ausgraben, falls man jetzt was machen kann. Hallo? Ich kann, glaube ich, jetzt nichts anklicken, oder? Wie lange geht das? 3 Stunden? Oh mein Gott. Weil wenn ich das hier drücke, passiert nichts. Jetzt läuft sie halt die ganze Zeit so wild rum. Moin. Ja, sie muss halt trotzdem zur Arbeit gehen. Sie denken sich wahrscheinlich auch nur so, sis? Okay. Sie ist nicht mehr possessed. Das ist gut. Ekelhaft wegen unsauberem Sim. Gut, dass du nicht so bist, ne? Kann sein, dass sie schon abgenommen hat durch das Trainieren. Sieht auf jeden Fall so aus. So, viel Spaß auf der Arbeit und ich werde sie wahrscheinlich fleißig arbeiten lassen. Nein, ich möchte keiner Gruppe beitreten. Ist es seltsam, dass sie das Geräusch des Furzens mag? Ja. Jetzt ist sie angespannt. Ein weiterer Troll? Woo! Cash Money! Und unsere Truhe ist wieder da. Yay! Die können wir dann wieder hinstellen und unsere Medaillen reinstecken. Zack. Dann sind wir schon wieder auf demselben Stand, nur dass wir nicht tot sind. Moment, erstmal reingehen. Reingehen. Wir wollen ja nichts riskieren, okay? Was ist denn los? Gestresst wegen Arbeit. Weil das Ding gearbeitet hat. Sis. So schlimm war es auch nicht, okay? So, sie braucht Spaß, dann kann sie ja mal eben hier ein bisschen was lesen. Aber sie ist happy, dass sie befördert wurde. Sie ist nämlich stolz auf sich selbst. Wow. Leg das Buch weg. Und ich würde ihr, glaube ich, jetzt sogar ein Fitnessgerät für zu Hause bestellen. Schiebe ich das eins weiter? Dann können wir nämlich zu Hause trainieren. Auch am Tag. Oh, wir kommen ins Trainjabil. Ja, ich sag euch Hi. Nachbarn reinbitten. Moin. Der Typ checkt jetzt, ob wir in Ordnung sind. Ich würde sagen, ja, eigentlich schon. Ich meine, wir haben ja generell eigentlich nichts zu Hause so. Komm rein in die gute Stube. Ich meine, die haben ja jetzt Kuchen vorbeigebracht. Ich brauche den zwar nicht, aber versuchen mit Jess zu reden. Ich meine, die gehört ja auch zum Militär, oder? Ist das denn nicht unsere Kollegin auch? Dieser Haushalt erfüllt nicht die Bedingungen der folgenden Nachbarschaft mit Umweltpläne. Aktionspläne, umweltfreundliche Geräte. Ich kann nicht lesen, was ist mit ihr? Sieh in den Himmel, er heißt uns alle willkommen. Naja, dann ist das halt so. Dieser Obstkuchen, der ist dann für unsere Freunde oder so, ich weiß es nicht. Verdirbt er? Ich glaube nicht. Also, wenn wir mal Freunde vorbeikommen lassen, dann let's go to the city auf jeden Fall. Oh, sie hat noch diese Bisse. Ups. Ich glaube, wir haben sie abgeschleckt, ne? Oh. Hoppla. Ich würde jetzt noch bis zum nächsten Morgen spielen und dann würde ich, glaube ich, den Part beenden. So, weil die eh jetzt gerade nichts mit mir zu tun haben wollen, kann ich ja noch weiter trainieren, während die hier vorbei schnacken. Ich habe Lust, heute etwas Neues zu lernen. Wollen wir zusammen in etwa 1 Stunde einen Kurs besuchen? This is very cool. Komm zu uns in den Krater. So, sie geht jetzt hier Wellness machen. Cool. Muss man nicht eine Lizenz haben, um so hässlich zu sein? Nein, außerdem bin ich schön. Wir lassen uns von solchen Leuten nicht unterkriegen. Yay. Sie hat Zeug gemacht. Wow. Jetzt hat sie ein bisschen Yoga-Fähigkeit bekommen, ne? Und Tierarzt... Wieso haben... Achso. Die Tierarztfähigkeit haben wir durch... wie heißt es? Durch unsere Erstellung bekommen. Habe ich schon wieder vergessen. Was ist mit ihr? Sie kriegt gerade voll den Anfall. Warum? Wegen Merkmal infiziert? Oh mein Gott.
Infizierte Sims wurden der Stranger-Infektion ausgesetzt. Sims können sich seltsam verhalten oder sogar besessen sein. Ah! Ist das jetzt für immer? Kriegt man das weg? Jetzt muss ich googeln. Ich hatte das noch nie. Irgendwie finde ich dazu nichts, wie man das los wird. Wenn ihr wisst, wie man das los wird, dann hilft mir bitte. Weil das ist ein bisschen nervig. Ich möchte keinen infizierten Sim haben. Vor allem, wenn wir jetzt ein Kind kriegen würden, würde das dann so bleiben? Ich weiß es nicht. Habe ich schon eingestellt, dass wir kurze Lebensdauer haben? Ich weiß es nicht. Ist die Lebensdauer kurz? Habe ich vergessen, aber ist egal. Ich meine, es betrifft uns, solange wir ein Vampir sind, eh nicht so viel. Aber ja, ab jetzt zählt es halt für alle wirklich. Ja, ich denke, im nächsten Part werden wir uns dann wahrscheinlich darum kümmern, dass wir auch mal so langsam so auch in Richtung Partnersuche gehen. Weil ich meine, irgendwann müssen wir ja auch schon weitermachen. Und ich meine, wir haben jetzt gerade ein bisschen Cash. Und naja, wenn wir wenigstens einen Partner hätten, ne, kann man sich darum schon mal kümmern. Und ja, wäre doch ganz cool, oder? Ich hoffe, dass wir uns das nächste Mal sehen. Wir sind nicht gestorben, das ist super. Ja, deswegen sehen wir uns doch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss! Ah!